Ich bin heute auf der EMO in Hannover. Eine der wichtigsten Messen im Bereich Metallbearbeitung. Aber natürlich gibt es da auch einiges zu sehen im Bereich Messen, Prüfen, Qualitätssicherung. Und das schauen wir uns jetzt an. Ich bin hier am Stand von Zoller und die sind ja bekannt für Messgeräte zur Vermessung von Werkzeugen. Hier eine optische Vermessung. Man sieht, ist das Werkzeug noch in Ordnung, kann überprüfen, ob das alles noch läuft. Als neueste Neuheit habe ich aber Folgendes hier entdeckt. Und zwar eine Messstation, bei der Werkzeuge auch gewuchtet werden können. Das heißt, man spannt das Werkzeug hier ein, macht es zu, innerhalb von wenigen Sekunden hat man dann ein Messergebnis unter 1 Gramm pro Millimeter, die Unwucht festzustellen. Und dann kann man hier wahlweise über Ringe oder Schrauben das Ganze wuchten, damit es natürlich ein gutes Stück länger hält und das Werkstück auch präzise wird. Das hier also als Neuheit bei Zoller. Ich bin hier bei der Firma Johannes Boss, vielen bekannt auch als IBO. Und die haben eine spannende Neuheit hier auf der Messe. Eine Messeinheit für die Gewindetiefe. Wie läuft das Ganze ab? Es ist so, hier werden zunächst einmal die Gewinde gebohrt, da sieht man es gerade. Wenn das Ganze fertig ist, kommt ein Werkzeugwechsler und man sieht es hier, setzt eine Messeinheit an. Diese Messeinheit dreht sich dann in das Gewinde hinein, misst entsprechend das Drehmoment und wenn es unten ankommt, steigt das Moment natürlich massiv an. Dann kommt eine Rutschkupplung, damit da nichts Schlimmes passiert. Und die Messwerte werden übertragen hier an einen PC oder wie man hier sehen kann, beispielsweise auch mal an ein Tablet. Und damit kann intern überprüft werden, ob die Messwerte, ob die Gewinde alle passen. Und es kann eventuell auch schon mal schnell eingegriffen werden, das Werkzeug gewechselt werden, wenn irgendwas im Prozess nicht passt. Neu hier auf der EMO. Auch beim MAR gibt es was Neues mit der Oberflächenmesstechnik. Die Messung von Rauheit und zwar mit einem recht cleveres System, mobil oder stationär. Es handelt sich hier um dieses nette kleine Bauteil hier mit der integrierten Auswerte- und Anzeigeeinheit, nenne ich es jetzt mal. Unten ist die Messeinheit. Wie geht man mit der ganzen Sache um? Man setzt das Ganze an einem Werkstück mobil an. Das braucht man dann, wenn das Werkstück zu groß ist, dass man es nicht ständig ins Labor schleppen möchte. Setzt es hin und drückt dann relativ einfach oben einfach nur auf den Knopf. Dann fährt der Messtaster nach unten und fährt die Oberfläche ab und misst das Ganze. Ganz cleveres Feature. Es erkennt sogar, wenn es nicht ganz eben ist, wenn eine Neigung da ist. Dann kann man mit einer, ich nenne es mal integrierten Wasserwaage, die Neigung erkennen und es zeigt dann auch gleich an, wie man das Ganze mit einem Rädchen hinten verstellen muss, damit nachher der Messtaster 90 Grad zur Oberfläche steht und die Messung möglichst präzise wird. Das Ganze ist aber modular aufgebaut. Man kann das beispielsweise dann auch, wie sieht man es hier, einzeln die Messeinheit verwenden oder sogar hier stationär einbauen auf einem Messtisch, um noch mehr Präzision zu bekommen und das Ganze dann hier im Prinzip durchzumessen. Noch ein kleines Feature, das mir hier aufgefallen oder gezeigt wurde. Hier diese Taster sind recht sensibel. Man kann die aber gar nicht so leicht kaputt machen, weil sie sind hier tada, magnetisch aufgehängt. Wenn man also dagegen kommt, schnappen die raus. Das hat auch den Vorteil, dass man dann andere Tastkopfgrößen oder andere Taster auch relativ schnell austauschen kann. Ich hoffe, das sieht man. Klein und fummelig ist es trotzdem. Erinnern Sie sich an das Messsystem gerade, das in Line eingebaut wird und in der Maschine misst. Wir haben damals das Gewinde gerade vorher noch gemessen. Hier habe ich jetzt was in winzig, winzig, winzig von Renishaw. Micro 5 heißt das Messsystem, auch ein funkbasiertes Messsystem, in dem Fall hier beispielsweise für die Uhrenindustrie oder ähnliches. Auch da wird man gleich sehen, jetzt wird hier irgendwie die Bearbeitung simuliert. Gleich kommt der Werkzeugwechsel und dann kommt ein Messtaster mit oben einem kleinen Batteriesystem. Das Batteriesystem hält für 200 Stunden immerhin, ist wirklich so klein, dass man Standardwerkzeugwechsler verwenden kann und nicht irgendwie einen großen Messtaster da irgendwie noch in den Prozess einbinden muss. Und er benutzt da hinten, man sieht es, was da leuchtet, den Standardfunkempfänger von Renishaw, um die Messung durchzuführen. Sehr spannend, eine echte Messeneuheit hier. Und man hat mir gesagt, so, jetzt wechselt er hier das Werkzeug. Jawohl. Und jetzt ist der Messkopf dran. Man hat mir gesagt, dass das hier derzeit auch das kleinste ist, was in der Größe überhaupt für so eine beispielsweise Uhrenfertigung derzeit am Markt überhaupt zu haben ist. Also sehr, sehr spannend. Blum ist ja bekannt für seine Werkzeugmesssysteme hier, Lasermesstechnik, wobei es mittlerweile auch relativ viele Taster und Tastköpfe gibt. Was aber dieses Jahr besonders spannend ist, ist hier hinten das Thema Software. Es geht nämlich immer mehr um das Thema Automatisierung. Blum möchte die Messtechnik, die Inline-Messtechnik stärker automatisieren und hat dazu eine Software, die nennt sich
Form Control X. Und die ist dazu da, dass man einerseits natürlich das Werkstück reinsetzen kann und sehr schnell die Messpunkte setzen kann und damit die Messung einrichten kann. Gleichzeitig werden in diesem System aber auch die ganzen Daten vorgehalten. Automatisch, das ist ein geschlossener Regelkreis, an die Maschine zurückgespielt. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn es Werte gibt, die noch innerhalb der Toleranzen sind, aber sich langsam in eine gewisse Richtung entwickeln, werden die an die Steuerung der Maschine zurückgespielt und die Maschine kann in gewissem Rahmen nachsteuern und kann beispielsweise die Arbeitspunkte ein bisschen anders setzen, sodass der Prozess länger innerhalb der Toleranzen bleibt. All das und noch viel mehr kann diese neue Software hier von Bloom. Messeneuheit auf der EMU. Hier am Stand von Marcos habe ich ein interessantes Messsystem entdeckt. Ein, ich würde es mal sagen, All-in-One optisches Messsystem für komplizierte Bauteile. Worum handelt es sich dabei? Man hat hier ein Messsystem, jetzt bin ich in den Lichtschrank gegangen. Dort hat man hier verschiedene optische Elemente hier unten und das System scannt in einem Arbeitsgang das Ganze dann durch. Wenn man dann das Ergebnis hat, kommt hier eine 3D-Punkte-Wolke von allen Seiten, wo man wirklich sehen kann, was da ist. Was das hier sein soll, ist der Stator eines Elektromotors, Elektromobilität, aktuelles Thema. Und man sieht hier sehr schön, wo gute Teile und wo schlechte Teile sind. Man kann sich das Ganze dann sogar genau zeigen lassen, welche Elemente gut und schlecht sind. Das Ganze gibt es hier bei Marcos natürlich auch noch für andere Bereiche, beispielsweise hier für eine Zahnradvermessung. Auch hier das gleiche System. Man hat unten optische Elemente, oben auch. Und das Ganze wird in einem Arbeitsgang durchgemessen. Spannend, neu hier bei Marcos. Hier am Stand von Schneider Messtechnik habe ich was Spannendes entdeckt. Und zwar diese Wellenmessmaschine hier. Was ist das Besondere daran? So, schauen wir uns mal an. Das Ganze ist ein Vierachssystem, X, Y, Z, Drehachse. Kombiniert mit einer Matrixkamera, einem Taststift, zeige ich gleich nochmal aus der Nähe. Auch hier noch einem entsprechenden Wechsler für die Tastköpfe. Was ist das Besondere an dieser Maschine? Es ist eine Wellenmessmaschine für Bauteile bis hin zu sehr großen Längen, mehrere Meter. Und die Besonderheit ist, dass sie, da sie mit einer Matrixkamera arbeitet, in allen Dimensionen die gleiche Messgenauigkeit hat. Was noch dabei ist, mal schauen, ob man das hier sehen kann. Im ersten Moment wahrscheinlich noch nicht. Da oben drinnen hier ist sogar noch ein Temperatursensor. Das heißt, die Temperatur wird auch noch kompensiert auf das ganze Werkstück. Und man bekommt bei komplizierten Werkstücken sehr schnelle Messungen hin. Wenn Sie sowas mit einem Standard-Koordinatenmessungssystem machen, dauert das ein paar Stunden. Hier geht es in einer halben Stunde. Ist vielleicht ein bisschen teurer, aber für die, die die Komplexität, Präzision brauchen, ist es das auf jeden Fall. Wenn Sie mit Messtechnik zu tun haben, haben Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auch schon mal Messuhren gehabt. Die müssen natürlich immer wieder mal kalibriert werden. So, da habe ich ja bei Steinmeier ein System entdeckt, das diese Messuhren automatisch kalibrieren kann. Dazu werden die in dieses Messgerät, in diese Messmaschine eingespannt und auf der anderen Seite ist ein Kamerasystem. Von unten wird entsprechender Druck aufgebaut. Das Spannende finde ich ist, dass tatsächlich hier ein Kamerasystem mit automatisierter Bilderkennung die Anzeige der unterschiedlichsten Messuhren erkennen kann und dann hier tatsächlich übernimmt. Das geht, wie man hier sieht, auch bis aufs halbe Mühe genau und man kann die Messuhr kalibrieren und kriegt eine Meldung, ist das Messmittel noch in Ordnung oder ist es das nicht? Das Ganze vollautomatisch. Was ich ansonsten noch entdeckt habe hier bei Steinmeier, ist dieses Gantry-System, diese Linearachsen. Das Spannende daran, aus dem gesamten Portfolio von Steinmeier werden hier Mobilitätssysteme zusammengesetzt, die in einem Präzisionsbereich von einstelligen Mikrometerbereichen arbeiten können. Das ist für manche Fertigung ganz spannend, das ist aber natürlich auch für Messaufgaben interessant. In der Halbleiterei könnte man auf der einen Seite bestücken, auf der anderen Seite gleich messen und das im Mikrometerbereich. All das hier auf der EMU.